Und, bist du nervös? Find's raus. Der Scheiß wird legendär und abgefahren. Seid ihr ready? Ready. 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 Ja, ready. Warum flüstert ihr so? Ich hab gefragt, ob ihr verdammt nochmal ready seid! Ready! Ja, ready! Ready! Ja, dann legen wir mal los. Jetzt dreh endlich, Junge! Der, auf den die Flasche zeigt, der muss Petrox 6 Sekunden küssen. Und was, wenn sie auf mich zeigt? Na, du musst ihn küssen. Niemals mein ganzes Leben. Lasst die Spiele beginnen, Leute! Upsi. Bruh. Ja, upsi hin, upsi her. Ich will, dass ihr euch jetzt küsst. Okay, ich bin ready. Yes, sir. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich hier so einen kleinen Herpes habe. Dein Ernst? Nee, war nur Spaß. Ah, du bist so ekelhaft. Die wüsste, dass ich wirklich Herpes habe. Was hast du gesagt? Ey, du kannst echt gut küssen. Der, auf den die Flasche zeigt, muss Petrox küssen. Yay, wer hat noch nicht? Bei mir nochmal. Ich glaube, ich muss kotzen. Willkommen im Club. Leute, habt euch nicht so. Petrox braucht ein bisschen Liebe. Okay, let's go. Gönn dir, Tiger. Ja, aber seht ihr gar nicht richtig gedreht. Seht ihr nur mit halbem Schwung. Ich mache nochmal gerade eben hier richtig... Nichts da, Tiger. Es ist Pflicht. Na los, es wird dir gefallen. Das erzählt ihr niemandem. Absolut niemandem. Alles, was hier passiert, bleibt hier. Oh, shit. Oh, ja, jetzt komm auch. Komm. Was ist denn los? Warum heulst du denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Lass es uns einfach machen, okay? Oh mein Gott, das war ein Albtraum. Gott sei Dank. Guten Morgen, Schatz. Hast du noch Lust auf eine zweite Runde? Mami! Wahnsinn, wie du dich bewegen kannst. Ja, und ich wette, er hat ein Sixpack. Stimmt, aber was viel wichtiger ist, ich bin treu, loyal und einfühlsam. Und außerdem bin ich ein guter Vater, der wahrscheinlich... wer bist du denn? Ja, wer bist du? Ich bin reich. Ist das dein Name oder bist du wirklich reich? Mein Name ist reich und ich bin reich. Oh, du siehst auch voll nach reich aus. Mhm. Kommt ihr mit zu mir? Nichts lieber als das. Hey Mädels, was denn mit mir? Ich habe ein reines Herz und ich bin wirklich ein guter Mensch. Ja, aber du bist nicht reich. Komm her. Ist gut, ist gut.
Na, Mädels? Piss dich mal. Geh mal weg, du Ekliger. Redet man so mit einem YouTuber? Du bist YouTuber? Bist du dieser Unge? Nein, ich bin Nelson. Ich mache lustige Kurzfilme auf YouTube mit coolen Boys, coolen Girls und 400.000 Abonnenten ziehen sich den Stuff rein. Oha, du bist voll krass und hübsch. Lass ihn mal flachlegen für Fame. Ja, vielleicht solltet ihr genau das tun. Wer bist du? Ja, wer bist du? Ich bin reich. Bist du reich oder ist das dein Name? Ich heiße reich und ich bin reich. Oh. Kommt ihr mit zu mir? Ja, klar. Mädels, ich bin YouTuber und echt ein toller Typ. Aber du bist nicht reich. Ich weiß, aber vielleicht bin ich ja irgendwann reich, wenn ich mir mehr Mühe gebe und versuche die Videos besser zu gestalten. Ich gebe mir doch schon so viel Mühe bei den Videos. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Storylines machen. Und ein paar mehr Witze reinschreiben. Auf jeden Fall. Glaubst du, dann wird's besser? Viel besser. Wirklich? Ja. Der Scheiß ist total abgefahren, aber letztendlich ist es nur ein Experiment. Dass wir das durchziehen wollen. Neue Erfahrungen sind immer spannend. Leute, denkt nicht so viel nach. Wir leben nur einmal. YOLO. Katzen haben 7 Leben. Wie kommst du jetzt auf Katzen? Wir sind kurz davor erlaubt, fremd zu gehen und du quasselst einen von Katzen. Komm mal runter, Junge. Was soll ich unten? Hier oben ist es viel schöner. Leute, ist gut jetzt. Machen wir es jetzt oder nicht? Wer ist dafür? Warum machen wir das eigentlich nochmal? Um ein Abenteuer zu erleben. Ach ja, richtig. Dann let's go. Und, bist du nervös? Find's raus. Das war gerade echt verstörend. Ja, es war der Wahnsinn. Natürlich. Ich glaube, ich werde lesbisch. Ich bin übrigens auch lesbisch, ne? Schon von Anfang an. Ich bin komplett into Girls. Die armen Girls. Nee, nur reiche Girls. Sonst lohnt sich das doch gar nicht. Hier Kohle Mole. Eigentlich nur von ihm abraten. Er ist ungepflegt, hat einen Kleinen und er glaubt, dass die Teletubbies wirklich existieren. Ey, ich schwöre, die existieren. Oder nein. Oder nein, oder nein, oder nein. Was soll ich sagen? Er ist faul, kommt zu früh und sieht aus wie eine Leberwurst. Du siehst selber aus wie eine Leber. Ach. Ich wollte nur sagen, dass du selber aussiehst wie eine Leber. Ach. Wenn der Kuchen spricht, sind die Krümel leise. Entschuldigung. Ah, wie sagt man? Entschuldigung, Fräulein. Sollen wir dann wirklich tauschen? Naja, alles ist besser als das. Ich wollte schon immer mal mit einem Schokoboy. Okay. Au! Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war übrigens Petrox. Es hat so viel Spaß gemacht, es zu drehen. Vielen Dank an Calista. Vielen Dank an Mariam. Vielen Dank an Andreas. Vielen Dank an Petrox. Folgt allen auf Instagram. Unten sind alle Instagram verlinkt. Folgt ihr. Folgt ihr. Folgt ihm. Folgt ihm. Und dem Hund. Und dem Hund? Ja, ihr könnt sogar dem Hund folgen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Peace! Das Leben ist oft nicht so, wie man es sich vorstellt. Es ist nämlich oft noch viel besser. Ich habe die beste Freundin der Welt und deshalb werde ich heute... Schluss machen. Nicht einfach. Man will sein Gegenüber nicht verletzen, daher wird es nicht leicht... Mir zu widerstehen, das ist quasi unmöglich, aber... Er drückt mir trotzdem die Daumen, ja? Du weißt ja, ich... Komm einfach nicht klar mit ihm. Ja, ganz ehrlich, das lässt sich leicht beantworten. Er ist nervig, unzuverlässig, er stinkt. Und ganz ehrlich, er beleidigt mich unbewusst und... Er sieht heute einfach mal wieder verdammt gut aus. Oh, jetzt rede ich schon in der dritten Person von mir. Ich bin auch echt lit. Na, dann wollen wir mal. Nelson, ich will gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, aber ich muss Schluss... Mit deiner Diät machen? Das habe ich doch gleich gesagt. Ich meine, du bist nicht dick, du hast einfach schwere Knochen. Nein, das meine ich nicht. Ich will das mit uns... Auf eine neue Stufe heben und das möchte ich doch auch. Wie lange sind wir jetzt schon zusammen? 17 Tage? Ne, 18. Und ich finde, wir sind bereit für die nächste Stufe. Wovon redest du denn da? Ich muss das mit... Du bist wunderbar, wie du bist, mein kleiner goldener Schatz. Und wenn du mich fragst, sind wir für ewig zusammen ein Paar, das ist doch klar. Du bist mein Star. Was wird das jetzt? Das, was ich schon längst hätte tun sollen. Willst du meine Frau werden? Sag mal, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Erstens kennen wir uns erst 17 Tage. 18. 17 Tage, 18 Tage ist mir doch scheißegal. Zweitens passen wir überhaupt nicht zusammen. Und drittens hast du nicht mal einen Ring in der Hand. Baby, du weißt doch, dass ich bleibe. Praktisch ein symbolischer Ring aus Luft und Liebe. Ich mach Schluss. Wie jetzt? Jetzt in echt oder was? Das finde ich unfair. Ich habe hier extra den Ring... Deine Schwester ist eh viel geiler.
Es ist nicht geil. Ich bin einfach nicht gemacht für den Scheiß.